Der besorgte Bürger. Teil 2. Geschrieben von Wilfried Liebe alias Reinhard Steinbrecher alias The DJ Stoney. Am 22. November 2018. Der besorgte Bürger und die SPD. Die SPD müsste natürlich erst recht weg. Obwohl die damals im Vergleich zu heute für manch Menschen freundlichen, kompromissbereiten Zeitgenossen mit Abstrichen vielleicht sogar wählbar war. Aber eben unter jenem seltsamen Verdacht, gelegentlich auf der Seite des Arbeiters zu stehen. Oder, Gott bewahre, auf der Seite von ein paar windigen Kommunisten. Und die sich deswegen schon immer auf die gleiche durchsichtige und dumme Art und Weise von den Linken abgegrenzt, abgeschottet hat. Wie es jetzt seit Jahrzehnten bestimmte Typen in der CDU, CSU und FDP machen, wenn sie gegen Rechtspopulismus, gegen Ultrarechte, gegen Nazis wettern und dann irgendwo am Biertisch deren Sprüche raushauen. Und Leute wie Seehofer, die machen das ja schon lange nicht mehr bloß am Biertisch. Der Dobrindt und wie sie alle heißen. Eine einmalig historische Chance, liebe Ossis, hattet ihr damals. Eure Erfahrungen mit Honeckers linksfaschistischen Lügen, seinem Lügenkommunismus, in einen ehrlichen, menschenfreundlichen politischen Richtungswechsel mit einfließen zu lassen. 89. Aber westdeutsche Fernsehwerbung funktionierte schon damals perfekt wie Gehirnwäsche, oder nicht? Heimlich, verbotenerweise geguckt. Konsum und Reisen. Statt lebenswertes Glück in Einheit zu gestalten. Wutbürger sind, und ich frage ja nur, aufgepasst, ich frage nur, sind das nicht einfach nur Leute, die plötzlich bemerken, dass die Welt sie noch nie ernst genommen hat? Und die jetzt einer AfD nachlaufen, deren Ziel es ist, überhaupt niemanden und nichts ernst zu nehmen. Außer das eigene, ziemlich kaputte, ungebildete, hassgesteuerte Ego. Und mit ungebildet, da meine ich schon, man muss nicht unbedingt gebildet sein, um einen Abschluss auf der Uni zu machen. Schon gar nicht unter den momentanen Umständen, Frau Doktor, Doktor sowieso.
aus der AfD. Auch wenn auffällt, dass das schon die Ausnahmen sind. Und natürlich geht es sehr oft in Richtung PWL. Da wird schon lange nicht mehr nach sozialer Marktwirtschaft ausgebildet. Da ist die Konkurrenz. Die kriegt man so nicht. Ja, was haben wir da gespielt? Von oben angeordnete Kameradschaft wie anno 1933. Liebe Welt, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn mir jemand zeigen könnte, dass ich wenigstens ansatzweise irre. Weil ganz ehrlich, was gerade passiert, es wäre zu schön, hoffen zu können, die Populisten machen es richtig und die Sache endet nicht im nächsten Krieg vor eigener Haustür, nicht irgendwo in der Fremde, wo dann die Flüchtlinge zu uns herkommen müssen, weil wir den Krieg zu ihnen vor die Haustür getragen haben, mit von uns verkauften Waffen. Ihr seht, ich bin auf eurer Seite. Aber ein klein wenig überzeugen müsstet ihr mich halt mit redlichen Argumenten. Hassparolen schlagen mir auf den Magen. Euch doch letztendlich auch, oder?